willkommen zu einem neuen kleinen Video von uns. Das erste dieses Jahr. Ja, das erste im Frühjahr tatsächlich. Wir haben es auch geschafft. Nein, man könnte eher sagen, das Wetter hat es auch geschafft. Ja. Dass es schön Einzug im Vogtland gehalten hat. Vorerst. Laut Wetterbericht. Weil die letzten Tage, also ich glaube diese Woche war das sogar noch, hatten wir noch Schnee gehabt. Deswegen. Ja, genau. Und das war so ein bisschen problematisch. Weil mit Schnee Motorradfahren ist halt schwierig. Wir haben keine Winterreifen, das ist halt eher das Problem. Ja, und wir wollten erst ein neues Video machen, wenn wir dann wirklich wieder regelmäßig hochladen können. Und wir sind, das ist logischerweise nicht das erste Mal, dass wir fahren dieses Jahr, aber das war immer nur ein schöner Tag pro Woche maximal. Und wir dachten, wir warten, dass es mal länger und ein bisschen schön wird. Ja, genau. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben die 20 Grad Temperaturmarke geknackt. Da kann man sich auch mal wieder aufs Motorrad schwingen. Naja, aber wenn man mit drauf guckt, ist es 19 Grad. Ja, bei dir, dein Thermometer geht immer noch. Das ist aber lang nicht mehr lang gefahren. Nee, das ist aber tatsächlich lang nicht mehr gewesen. Aber es ist auch eine Dreifliegerzone. Was machen wir da? Ein bisschen beim VfC trainieren, zuschauen? Das ist unsere Regenstrecke fürs Auto, weil hier gibt es nämlich viele große Pfützen. Genau. Hier am Stadion vorbei. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Je mehr Wasser, desto besser. Auf jeden Fall. Es ist ja nur so, dass wir dort beim ersten Mal gleich mein Auto zum Stillstand gebracht haben. Ja, da ist die Zündkerze durchgereicht. Zündkerze. Drei Tage nachdem wir es Zündspule, ja. Ich bin da nicht so vor. Nee, drei Tage nachdem wir es geholt hatten. Stand dann auch schon wieder. Ja, aber nur für eine Woche. Ja, bestimmt. Tja, wir haben gedacht, wir quatschen mal so ein bisschen über Gott und die Welt, über das, was wir so vorhaben die nächsten Wochen hoffentlich, wenn alles gut geht. Die nächsten Monate. Die nächsten Monate, die nächsten Jahrzehnte. Ja gut, so weit wird es nicht gehen. Nicht? Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Jahrzehnte? Auch meinst du, so lange lebt man gar nicht mehr, oder was? Das ist jetzt nicht mein Druck gewesen. Naja, man muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen. Nee, das tun wir nicht. Wir sind optimistisch. Achso, okay, gut. Meistens. Also wir fallen nur hin und sind ein Querschnittsgelähmt. Wir fallen gar nicht hin. Okay. Ruhe jetzt da vorne. Wir fallen gar nicht hin, na gut. Damit komme ich klar. Ich hoffe. Nein, das erste, was sogar heute noch ansteht, ist, ich hole mir einen neuen Blinker zum dritten, zwei. Nein. Doch, endlich mal. Weil meiner ist, also letztes Jahr war es noch so nix, war es noch nicht ganz so schlimm, aber jetzt ist da irgendwie Wasser reingekommen hinten rechts und der ist noch nicht ganz blind, aber man sieht es nicht besonders gut. Und das ist, ja, laut Janik lebensgefährlich, deswegen muss ich den Blinker wechseln. Laut mir? Laut der Polizei. Ja, da ist es ja verboten. Laut TÜV. Ah, den hab ich als nächstes Jahr. Ja, da kann man ja noch. Da kann man ja noch in den Blinker fahren, ne? Definitiv. Fahren wir mal geradeaus wieder. Ja, klar. Bis dann unten, hier ist ins rechts abbiegen ins Gewerbegebiet wieder, oder was? Ach so, ja, stimmt. Ja, klar, klar. Okay. Tja, bei dem schönen strahlenden Sonnenschein. Können wir uns gar nicht verwehren, dass wir hier drauf auf den Dingern sitzen. Wir haben es schon sehnsüchtig erwartet. Ich denke mal, das geht euch ja genauso. Bei uns ist es halt schwierig im Vogtland. Ich meine, wir haben praktisch überhaupt keine Wettervorhersage, also keine vernünftige. Es gibt entweder Regen oder es gibt entweder Sonnenschein, aber beides, so mal, dass man mal sich einrichten kann, gibt es leider nicht. Naja, man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Wir hatten ja teilweise alles für alle vier Jahreszeiten an einem Tag jetzt durch den April durch und das mehrfach. Wo man dann sagt, okay, man geht früh raus, es sind 15 bis 20 Grad und sagt, oh schön, T-Shirt. Und am Abend hat es dann wieder angefangen zu schneien. Das ist sehr interessant dieses Jahr. Ja, es ist echt, also dieses Jahr kann man eigentlich den Jahresstart schon wieder fast vergessen, vom Wetter her zumindest. Naja. Was jetzt so als nächstes noch mit ansteht, wäre, dass wir... Nein, das war ein komisches Deutsch nochmal von vorne. Was für die nächsten
Monate, sage ich jetzt mal, noch anstrengen würde oder Wochen, mal schauen, sind Sturzflüge für uns beide. Also jedenfalls für mich, ich weiß nicht, ob ich auch. Na klar. Wir beide. Ist ja unsere Sicherheit. Ja, natürlich. Also, nein, das wollten wir gerne noch machen. Wir machen uns praktisch, wie sagt man dazu, Stützräder ans Motorrad. Das, falls wir hinfallen, dass nichts passiert. Interessant mit haben. Ja, passt doch auch fast, oder? Ich stell dir mal vor, man hätte wirklich Stützräder dran. Das sehe bestimmt lustig aus. Ja, es ist so schön aus Plastik, diese kleinen, die ja. So klappern dann noch über die Straße, schön bei 100 auf der Landstraße. Oh ja, das kannst du gebrauchen. Besonders wenn du in der Kurve versuchst, irgendwie ja. Kurven zu fahren. So, oh nee, ich komme nicht tiefer, dann muss ich langsamer fahren, aber langsamer geht nicht. Ja, die müssen dann wie bei so einem Rollstuhl so wegklappen. Genau, da brauchst du aber keine Stützräder. Nee, in der Kurve so, naja, auch wieder richtig. Da musst du rechts und links zwei Splinte ziehen und dann kannst du einklappen. Und die musst du aber auch an der Fahrt dann wieder reinstecken. Ja, also ihr hört, wir referieren nochmal über die Idee und dann bekommt ihr die Lösung für unseren Vorschlag im nächsten oder vielleicht im nächsten Video. Ja, genau. Also ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das sinnvoller achtet, Sturzbügel ranzubauen. Es gibt ja auch leichte Sturzpads, die kann man sich auch an eine Motorjodenbremse wapschen und hinten an der Hinterachse und an der vorderen Achse natürlich. Was findet ihr dort sinnvoller? Vielleicht könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Weil für uns sind es einfach die Sturzbügel. Ja. Wir wollen euch ja ein bisschen was nicht. Wir wollen euch ein bisschen was zeigen, das sowieso. Gerettet. Ja. Und da braucht man die schon, denke ich mal, als Sicherheit. Also gerade, dass es nicht auf dem Motor geht, die harten Stürze und so, das wäre schon schön. Wir wollen die Dinger ja auch ein Stück fahren. Ja. Und wir wollen sie ja gerne noch erleben, wenn wir einen großen Führerschein haben. Spoiler. Ich mag diese Kurve nicht. Die ist so lang und so eng. Nein, sie ist nicht eng, aber sie ist blöd. Ja, für Anfänger, Lara, ist sie blöd. Wie kann eine Kurve eng sein, verstehe ich nicht. Nicht viel besser hier. Und der Kreisverkehr, zwei Kreisverkehr aneinander. Ja, ist doch schön. Welcher Vollhorst hat sich die Strecke ausgesucht? Ich war es nicht. Ich dachte, ich kann das mal abwälzen. Nee, kannst du leider nicht. Das haben wir jetzt zusammengeschlossen. Ah. Naja, wir haben auf jeden Fall noch vor. Wir gucken mal, ob es euch interessiert oder nicht. Wir haben jetzt mittlerweile die Java bei uns in der Garage stehen. Und ich denke mal, dazu wird dieses Jahr, ich weiß nicht noch nicht genau wann, aber dieses Jahr gegen Ende vielleicht oder so, werden dort auf jeden Fall einige Videos kommen. Vielleicht, was wir uns auch noch überlegt hatten, war eine kleine Dokumentation so in einem PDF zu machen oder irgendwie sowas. Einfach, dass ihr, falls ihr meine 250er Java habt, das nachvollziehen könnt, was wir alles gemacht haben. Und vielleicht, wie man bestimmte Dinge auseinanderschrauben muss. Weil wir müssen sagen, fahren wir mit durch? Ja. Ja. Wir haben sowas überall gesucht, aber einfach fast gar nichts dazu gefunden. Und wir haben jetzt schon ein bisschen dran rumgeschraubt. Und tatsächlich lief sie auch schon dieses Jahr. Ja, aber das wollten wir euch auf Video erstmal, sagen wir mal, ersparen, weil es ist doch ein relativ langwieriger Prozess gewesen. Ne? Ja. Und wir dachten einfach, dass das nicht sonderlich interessant ist, wie wir das auseinander wieder zusammenbauen und dann warten und dann wieder auseinanderbauen. Das, wir würden es uns auch nicht angucken, kürzen wir das Ganze ab, deswegen ja, genau. Ersparen wir es euch. Nein, und es gab dann auch gleich einen Zwischenfall. Ich habe absolut keine Ahnung wie, das muss Janik sagen, ich kenne mich doch nicht so gut aus. Aber sie ist dann die ganze Zeit im Begrenzer gelaufen und vibriert und fast gegen das Auto vibriert. Also da hatten wir dann erstmal zu tun, nichts wieder auszubekommen. Ja, ist sicherlich nicht kein so schönes Erlebnis gewesen. Hat auch einige Dichtungen im Motor kaputt gemacht. Aber das ist ja normal bei Oldtimern, ne? Gelaufen ist es tatsächlich ziemlich gut. Wenn, können wir mal das Video reinstellen. Oh, guck mal, Blitzer. Ui, das ist böse. Das ist richtig böse da runter zu. Das ist richtig böse. Was ich wusste gar nicht, dass wir so einen haben. Tatsächlich, das sind die ganz neuen, ja. Das ist gemein. Also das Anzeigen, dass wir Anzeigen,
anzeigen, dass man langsamer fahren soll, habe ich tatsächlich letztens mal irgendwo gehört. Kann man, darf man an und für sich machen, aber es ist trotzdem immer messen, dass dort vorstehende Beamten, ob das jetzt eine Strafe nach sich zieht oder nicht. Ich bin sowieso kein Blitzer-Fan, Bußgeldkatalog bin ich fleißig am Sammeln. Ich habe angefangen. Also mit Blitzern. Strafzettel habe ich schon viele bekommen. Ja? Und, ja, mal vorsichtig gesagt. Da bin ich noch jungfräulich bei Strafzetteln. Ja, ich nicht. Ich glaube, mein Rekord war in einem halben Jahr, habe ich, ich glaube, um die 300 Euro bezahlt an Strafzetteln. Ja, man muss ja auch dazu sagen, du warst in Rostock. Ja, in Rostock ist die Parksituation extrem ungünstig. Und man muss ja aufpassen, was man sagt. Ungünstig. Und die parken in der Kurve und alles. Und du siehst halt oft die Schilder nicht mehr. Und ja. Ich war froh, dass ich mein Auto steht dort vorgefunden habe, wo es hingehört. War es, glaube ich. Wobei, die werden sich dort in den engen Straßen an den Aufwand machen, dort einen Abschleppwagen zu. Oh, doch. Das habe ich mehrfach schon beobachtet dort. Okay. Ja, wir haben auf dem Weg zum Hörsaal, haben wir das mal beobachtet. Da kamen wir dann zu spät, weil wir geschaut haben, wie die das Auto hochgeben. Aber es ist interessant. Wenn die dann erst eine Kralle machen, dann ist das abgeschleppt. Schaffst du das mit? Gott sei Dank sind wir legale Straßenfahrer und achten auf die Verkehrsregeln. Ja. Das heißt, wenn rot ist, bleibt man stehen. Und nehmt es nicht auf Video auf. Ja. Punkt, 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 genau. Ja. So, fahren wir mal links. Also nicht ganz links, aber zumindest links. Wir sind bei der Fahrschule da, aber ist das Fahrschule? Keine Ahnung, aber ja, können wir machen. Ja, wir fahren. Ist nicht die Fahrschule. Oh, doch, nee. Obwohl. Doch, nee. Ist die. Nee, doch. Doch, doch, doch. Echt? Ja, ja. Na, guck mal, doch, die hat. Die hat hinten diese Wulst. Also, obwohl. Was aber die hat einen Fahrschul Motorrad. Ich hab's jetzt wegen dieser Leuchtfarbe vom Helm gedacht, aber sonst hätte ja irgendjemand einen Gurt dran. Oder so eine hässliche Weste. Vielleicht ist es die Prüfungsfahrt. Jetzt ist es der Prüfer oder was? Ja. Der Fahrlehrer fährt nicht mit. Ja. Wird ja grundsätzlich überbewertet. Die fährt man nicht lange. Nee. Ich auch nicht! Wollte gerade sagen. Nee, die fährt definitiv noch nicht lange. Der da vorne fährt schon lange. Also, man könnte das ja hier fast schon als Ausfahrt werden. Oh ja. Ausfahrt mit Unbekannten. Jawohl. Überschrift. Ausfahrt mit Unbekannten. Wir fahren Unbekannten hinterher. Ja, wow. Und wir wollen sehen, wo sie uns hinbringen. So, nochmal gucken, ob die Taschen zu sind. Ja. Ach, herrje. Tatsächlich hat meine Kamera aber gesagt, ich bin auch immer gespannt dran. Also wenn das Video plötzlich abbricht, meine Kamera ist fast leer. Naja, das wird schon nicht abbrechen. Da passiert schon nichts. Dann macht der Janik das Abschied. Oder irgendwas anderes. Dafür werde ich schon sorgen. Die hat aber eine kleine gefunden. Ja. 03er MT würde ich. Oder vielleicht. Und ich habe schon mir keine Halse gemacht. Leute, nehmt euch Halstücher, wenn es so kalt ist. Ach ja. Nee, das ist. Halstücher sind eine tolle Erfindung. Ja. Das ist eine sehr, sehr tolle Erfindung. Rivalität auch mit dem anderen Mädel. Quatsch. Sicher? Natürlich nicht. Wollen wir Neuen Salz rausfahren? Schöne Strecke. Die schöne Strecke? Ja, von mir aus. Das ist eine Strecke, die für Anfänger nicht geeignet ist. Jede Strecke ist für Anfänger geeignet. Ja, die Frage ist nur, wie schnell. Ja. Ich schieb dann mal. Na, willst du oder wir können ja, noch hinterher fahren? Na gut, wenn du nicht hinterher fahren. Ich hoffe, der Typ sieht mich. Ich wollte
gerade sagen. Ich hoffe, der sieht dich. Welcher war es, dein rechter Blinker, ne? Ja, eben, deswegen bin ich da gerade so vorsichtig. Oh, das ist das eine beknackte Kurve. Wer baut denn so einen Hügel dorthin? Die Dorfler. Ach Gott, es tut gut, hier wieder drauf zu sitzen. Ja, das stimmt. Und es geht los. Obwohl, naja, doch. Deswegen sag nicht, die Strecke ist für Anfänger ungeeignet. Weil da die Kurve ist? Eine, viele, viele enge Kurven. Lernen tust du es nur in engen Kurven, das Motorradfahren. Nee, nicht. Ich gebe mehr Mühe. Ich höre nur Mimimi. Ruhe dort vorne. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, dann war es das von uns heute erstmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bei einem neuen Video. Mit einer neuen Idee. Ich habe nämlich eine, aber die weiß ja nicht wirklich. Juhu! Die Überraschung ist immer toll. Dann einen schönen Wochenstart. Ciao, ciao. Ja, bye, bye.